Unibail-Rodamco Westfield betreibt nicht nur das Zentro in Oberhaus, sondern auch deutschlandweit weitere 22 Shoppingcenter. Gerade zu Weihnachten, aber auch rund ums Jahr ist es wichtig, zusammenzuhalten, zusammenzurutschen und auch an diejenigen zu denken, die es nicht so gut haben im Leben. Der Wunschbaum im Zentro ist ja jetzt zu einem Wunschzug geworden und wir wollten dieses unterstützen seitens unserer Zentrale in Düsseldorf. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einen Aufruf gestartet an die Mitarbeiter bei unserer Zentrale, wer sich an einem Wunschzug beteiligen möchte. Die Möglichkeiten der Beteiligung waren in 0, nichts vergriffen. Und da wir natürlich vor der Herausforderung standen, wie schaffen wir es, die Pakete hier an das Ort des Geschehens zu den Kindern zu bringen, beziehungsweise zum Einholen zu bringen, haben wir uns etwas Nettes überlegt, wie wir das machen können, dass wir zum einen die Geschenke in der Zentrale abholen, die schon da waren, aber auch, wie schaffen wir es, für die Kollegen, die noch im Homeoffice sind, die Geschenke auch hier ins Zentro zu bringen. Deswegen haben wir uns eine kleine Möglichkeit überlegt. Wir sind mit einem kleinen Bus, natürlich gebrandet, mit dem Wunschzug durch die Region gefahren, haben die Geschenke eingesammelt und hoffen, dass wir dazu beitragen, viele, viele glänzende Augen zu Weihnachten zu erzeugen und für allen Kindern, denen es vielleicht nicht so gut geht, die vielleicht doch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, für die Kollegen, für die Kinder da zu sein und die Kinder zu unterstützen. Von daher einen riesengroßen Dank. Zum einen an die Zentrale von Unibail-Rodamco Westfield und aber auch hier an das Team vom Zentro und an all diejenigen, die mitgeholfen haben, Geschenke zu spenden und den Kindern zu ermöglichen, dass auch sie ein schönes Weihnachtsfest haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Weihnachten, ein paar ruhige Tage und ich bin mir sicher, dass die etwas turbulentere Zeit auch vorbeigehen wird.